das Restrukturierungskonzept der Geschäftsleitung und der anderen Seite zu akzeptieren. Wollen mit der Entlassung von 9.380 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einhergehen. Wir wenden uns an die Öffentlichkeit zur Unterstützung eines Konzeptes zum Überleben des Unternehmens. Wir wenden uns an die Stadt, in deren Interesse es auch liegt, dass nicht hunderte Menschen zusätzlich auf der Straße liegen, ohne berufliche Zukunft und ohne Perspektive. Der Kampf um sichere Arbeitsplätze ist ein Problem unserer Gesellschaft. Wir wollen keine Unterstützungsempfänger, die verschiedentlich auch noch schief angeschaut werden. Wir wollen Menschen, die von ihrer Hände Arbeit gut und zufrieden leben können. Dafür stehen wir und dafür werden wir um Unterstützung und Solidarität. Solidarische Kampfesgrüße übermitteln. Auch die Andrea Y., die aus dem Landtag, will uns helfen, hat angerufen. Und der Kreisverband der Linken hier in Frankfurt am Main tut uns auch die Solidarität aussprechen. Wir begrüßen ebenfalls einen Vertreter der Stadtteilpolitik, Stefan Klee. Er möchte euch auch solidarische Grüße übermitteln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Mitglied des Ortsbeirats 11, der zuständig ist für Seckbach, den Riederwald und Fechenheim, überbringe ich euch solidarische Grüße. Es nützt nichts, wenn mit vielen Steuergeldern hier ganz viel getan wird. Fechenheim bekommt ein neues Mainufer, es wird neu gestaltet. Es wird ganz viel Geld in die Hand genommen für die Ansiedlung neuer Einzelhändler hier in Fechenheim. Das nützt aber alles nichts, wenn ihr eure Arbeitsplätze verliert und dann dort nicht mehr einkaufen könnt. Deshalb braucht unsere Stadtteilpolitik ganz klar eure Unterstützung. Wir unterstützen euch bei eurem Kampf für den Erhalt von Neckermann. Neckermann muss in Fechenheim bleiben. Für viele Unterstützerinnen und Unterstützer dürfen wir hier an dieser Stelle auch den ehemaligen DGB-Vorsitzenden von Hessen, Dieter Hoge, begrüßen. Dieter Hoge begleitet uns seit Jahrzehnten in der Arbeit für Menschen, der Arbeit für menschengerechte Arbeits- und Einkommensbedingungen hier in Hessen, aber auch bundesweit. Und Dieter hat es sich nicht nehmen lassen, euch heute hier bei eurer Protestveranstaltung zu unterstützen. Herzlichen Dank. Dankeschön.